Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen YouTube-Video. Etwas ungewohnt, aber wir sind hier heute bei der Baller League und wir werden heute die Leute fragen, was sie denn denken, wer Meister wird und wer absteigen wird. Meine Meinung kennt ihr ja. Ich bin ja Leverkusen-Fan, aber ich bin gespannt, was die anderen sagen. Hallo Jonas Hofmann. Erstmal, wie geht's dir? Sehr gut, freue mich auf den Spieltag heute. Ja? Okay. Ich hätte zwei kleine Fragen. Und zwar, erstmal, was glaubst du, wer wird Meister? Ja? Darfst du beantworten. Bayer Leverkusen natürlich. Eigentlich auch gut, dass Hofmann nichts gesagt hat, weil dann jinxt er es nicht. Ich jinx es schon ein bisschen, oder? Indem ich die ganze Zeit sage, dass ich glaube, dass Leverkusen Meister wird. Ich sag dazu jetzt gar nichts. Was? Ich sag dazu jetzt gar nichts. Wer wird Meister? Gladbach. Bro! Erstmal, was sagst du zur Gönnergy-Niederlage? Ja, sie war leider verdient, weil sie zu viele Räume hinten gegeben haben. Und ja, irgendwann wird es wild, muss man sagen. Ja. Ich habe nicht alles verfolgt, wir waren ja ein bisschen am Drehen. Wer wird Meister? Leverkusen oder Bayern? Also, was sagst du, schafft es Bayern noch, das zu überholen, oder wird Leverkusen Meister? Leverkusen sieht sehr, sehr, sehr stabil aus. Sehr stabil. Ich hätte als Gegner wenig Hoffnung, dass sie die Anzahl an Punkten noch überhaupt liegen lassen, wenn ich sie selber holen würde. Mhm. Ja. Gegen Dortmund müssen sie ja auch ran. Ich hoffe, da gewinnen wir. Ich bin ja Fan. Vor allem, also Stand jetzt sind sie unbesiegt. Das ist, glaube ich, schon immer zumindest ein Ziel auch. Unabhängig davon, dass du das Spiel eh gewinnen willst, vielleicht auch einer Mannschaft dann die erste oder einzige Niederlage in der Saison beizufügen. Falls sie das bis dahin noch sind, ist das auf jeden Fall ein großer Anreiz. Mhm. Weil ich glaube, punktetechnisch wird das auf jeden Fall kein, wie soll man sagen, für uns kein Duell, wenn wir noch an Leverkusen rankommen können. Ja, ist auf jeden Fall sehr schwierig. So, wir haben einmal die liebe Julia hier. Erstmal, wie gefällt es dir heute bei der Baller League? Bist du das erste Mal da? Ich bin tatsächlich das erste Mal da. Ich bin eben erst angekommen, als erstes Mal was gegessen. Und jetzt bin ich ganz gespannt auf die Spiele. Also. Okay, ja. Irgendein Favoriten hier? Ich würde mal sagen Gönnergy. Sehr gut, ja. Was denkst du, wer wird Meister? Bayern. Also Bayern? Ganz klar Bayern. Ganz klar Bayern? Ganz klar Bayern. Sagst du, die überholen Leverkusen noch? Ja. Also okay. Wir holen von hinten auf und rocken das Ding einfach. Okay, entspannt. Da haben wir auch ein paar verschiedene Meinungen, das ist sehr gut. Kennst du auch Mauri? Ja, klar. Er ist großer Bayern-Fan, der wird das sympathisch finden. Ja, wir waren schon ein paar Mal im Stadion tatsächlich und deswegen, also ich bin auch absolut für Bayern. Okay, super. Nicht super, aber ja. Was denkt ihr, wer wird Meister? 1000% Leverkusen. Sehr sympathisch. 1000% Leverkusen. Vor allem muss ich sagen, kommt ja heute ein Kid Rob kommt heute. Aha. Robert Andrich, Omi, der... den haben wir schon dazu geschustert, der macht das. Der muss. Letzter Zeit trifft er ja auch, ne? Ja. Ich bin ja Leverkusen-Fan, das freut mich sehr, dass sie da noch kommen. Dann müssen wir direkt mal connecten, ne? Da freut er sich. Das erste Spiel geht los, Gönnergy All-Stars gegen Eintracht Spandau. Sehr spannend. Und wie ihr sehen könnt, man kann es nicht mehr sehen, scheiße. Auf jeden Fall, die laufen gerade wie gewohnt mit Trommel und Flaggen rein. Das finde ich echt funny. Ist schon ganz witzig. Ja. Nennt mal eine Mannschaft, wo ihr denkt, die steigt safe ab. Darmstadt, glaube ich. Sind die Schletzer? Darmstadt. Weiß ich gerade nicht. Ich habe auch absolut keine Ahnung, wer da unten rumsteht. Also mit Darmstadt gerade 10. Sorry. Aber ich glaube Darmstadt. Also ich glaube Mainz steigt ab und Union Berlin. Mainz auch, glaube ich. Ja, aber Union Berlin hoffe ich wegen VBL, weil die keine Mannschaft stellen, die sollen dann runter. Wobei, das bringt nicht mal was. Sie sind dann trotzdem zweite Bundesliga, aber trotzdem. Nee, ich hoffe Mainz nicht, Mainz Hessen. Ich muss unsere Hessen supporten, deswegen. Wer wird Meister? Sag nichts Falsches. Du weißt es. Ich hoffe natürlich, dass Bayern Meister wird, ist ja klar. 12. Meisterschaft in Folge, wird schon schmecken, aber ist natürlich auch für viele langweilig. Und wenn wir mal ehrlich sind, ich glaube nicht, dass Leverkusen noch an ihrer Leistung strugglen wird und gefestigt weiterspielt bis Ende der Saison. Und Bayern ist diese Saison, obwohl sie eigentlich auch echt viele Punkte geholt haben und gut gespielt haben, sind sie im Vergleich diese Saison, und das muss man auch mal Props geben, zu schlecht und nicht auf Augenhöhe mit Leverkusen. Deswegen gehe ich stark davon aus, dass Leverkusen ihren Titel holt. Und es freut mich auch für die Bundesliga mal wieder 9 Meister, und das freut mich auch für Leverkusen, für alle Leverkusen-Fans. Ja, also ich habe bis zum Spiel Leverkusen gegen Bayern noch drauf gehofft, dass Bayern Meister wird. Und es sind ja noch auch einige Spieltage mit einigen Punkten, aber ich glaube nicht, dass Leverkusen strugglen wird noch auf dem Weg zum ersten Titel seit gefühlt 20, 30 Jahren. Würdest du sagen, du bist auch ein bisschen Leverkusen-Sympathisant? Ich bin Sympathisant vom guten Fußball. Leverkusen spielt guten Fußball, also bin ich auch Sympathisant vom Leverkusen, ja. Was denkst du? Nenn mir eine Mannschaft, wo du denkst, die steigen ab. Oh, ich gebe zu, ich habe die Lage im Tabellenkeller nicht ganz auf dem Schirm. Soll ich kurz sagen? Moment, es war irgendwie 12, 12, 13. Wie sind die Punktzahlen unten? Weißt du was? Darmstadt 13. Mhm. Mainz 15, glaube ich, oder 14, stimmt, ja. Und dann noch Köln davor. Ja. Oh. Ganz ehrlich, ich habe alle bisher gesehen. Klar, Darmstadt hat die schlechtesten Karten, aber ich sehe keinen von den dreien, ehrlich gesagt, chancenlos, dass sie es nicht zumindest noch in die Relegation schaffen. Okay, ja. Dann bleibt spannend.
Ja, das auf jeden Fall. Ja. Das ist definitiv. Okay, danke schön. Was glaubst du, wer steigt ab? Oh, gut, ich glaube, die drei Teams, die gerade unten stehen, die sind schon leicht abgekapselt. Die Spieltage werden weniger, deshalb sind die drei Mannschaften, glaube ich, gut daran, jeden Punkt jetzt einzusammeln. Mhm. Deshalb, es sieht gerade nach den dreien aus, die es da unten für sich ausmachen, aber im Endeffekt bleibt der drin, der es dann vielleicht im Endeffekt auch verdient hat. Ja, das ist eine gute Antwort. Ja. Vielen lieben Dank. Was glaubt ihr, wer wird Meister? Nichts Falsches sagen. Ja, du weißt schon Bescheid, ne? Herr Leverkusen, was soll ich sagen? Es ist durch. Es ist durch. Würdest du sagen, ja, es ist durch? Also ich denke, dass Bayern ist. Wie viele Punkte sind Abstand? 9? 8? Ich glaube, also so wie Bayern drauf ist, haben zwar gegen Leipzig gewonnen, aber ja, ist Leverkusen Meister, herzlichen Glückwunsch. Danke. Nein, aber es gibt, ich will nichts jinxen. Ich glaube es natürlich auch. Aber es gibt natürlich auch noch Leute, die daran glauben, weil es kann eigentlich immer alles passieren. Bei Bayern ist krass, aber diese Saison Katastrophe. Also intern alles ging's durch. Mhm. Du? Also ich sag auch, ich muss als Ex-Leverkusener 100% stimmt, Leverkusen sagen. Ich habe keine andere Wahl. Ich muss Leverkusen sagen, aber ich finde auch Leverkusen spielt den besten Fußball, deswegen safe. Ja, ich ein Spiel verloren. 100%. Ja, das stimmt, das stimmt. Und da du FC-Fan bist, hoffst du natürlich, der FC nicht absteigt, oder? Ja. Was denkst du, wer absteigen könnte dort? Ich denke, also SFC Köln ist sehr gut und ich glaube an die, aber... Man muss immer an seine eigene Mannschaft glauben. Ja. Ich könnte mir leider vorstellen, dass SFC Köln absteigt. Nenn mal eine Mannschaft, wo du denkst, die steigen zu 100% ab. Boah, das ist schwierig. Ich weiß es nicht. Wie ist denn gerade der Tabellenkeller überhaupt? Wer ist ganz unten? Unten ist Darmstadt, dann ist Mainz unten. Und dann Köln. Denkst du, Köln schafft es noch oder nicht? Ich würde es mir wünschen, Köln gehört in die erste Bundesliga. Ja. Keine Ahnung. Im Abstiegskampf ist immer so, ich sage jetzt einfach mal, Darmstadt oder Mainz steigt ab. Was denkst du, wer steigt ab? Nenn mir einfach irgendeine Mannschaft. Ja, also so wie es die letzten Spiele aussieht, könnte ich mir Köln vorstellen. Ich hoffe es natürlich nicht. Ne? Ich magst du Köln? Ja, also die Atmosphäre im Stadion ist super, aber wenn sie sich nicht wirklich den Arsch aufreißen, dann sieht es schlecht aus. Du musst unbedingt mal mitkommen nach Leverkusen. Mach ich. War ich tatsächlich noch nie, aber mach ich mal. Ich nehme dich mit. Okay. Okay, sehr schön. So, wir sitzen hier in der Zentrale, wo ihr eben gestreamt habt. Erstmal, wie war es bei Marcel im Stream? Ja, war auf jeden Fall sehr spannend. Nur leider haben wir ja verloren. Ja. 8-2 leider, aber war auf jeden Fall spannend hier zu sitzen. Freust du dich hier zu sein? Ja, auf jeden Fall. Ja, ich finde das auch echt cool, dass du hier am Start bist. Schaust du Fußball? Nicht wirklich, also Ballerleague gucke ich jetzt, aber sonst gehe ich mal ins Stadion, aber ich bin jetzt nicht so der Fußballfan. Hast du eine Lieblingsmannschaft? Erster FC Köln. Okay, wie stehst du dann zu Leverkusen? Schwierig, also ja. Aber du kennst ungefähr die aktuelle Lage, oder? Ja, bisschen. Was glaubst du, wer wird Meister, Leverkusen oder Bayern, beziehungsweise denkst du, Bayern holt Leverkusen noch auf? Ich denke, dass Bayern es schaffen wird, weil Bayern ist sehr gut. Okay. Aber ich bin mir nicht sicher, vielleicht schafft es ja auch Leverkusen. Okay. Wie fühlt sich das aktuell alles gerade an? Ja, schon sehr, sehr schön, aber noch ein langer Weg zu gehen. Auf jeden Fall, das darf man auch nicht vergessen. Aber ich muss sagen, als Fan, es ist einfach eine so schöne Zeit und es ist wirklich unglaublich. Was glaubst du, nenn mir einfach eine Mannschaft, was glaubst du, wer absteigt? Ich glaube tatsächlich, dass Darmstadt absteigt. Dzień dobry, jak się masz? Ja, jestem dobrze. Wszystko jest super. Dziękuję bardzo. Super. Was glaubst du, wer wird Meister? Sieht alles aktuell nach Bayer Leverkusen aus. Okay. Bayern strauchelt. Hat einiges am Rückstand, aber man hat ja letzte Saison zum Beispiel gesehen, die Dortmunder waren auch schon relativ sicher als Meister. Dann ist Bayern nochmal gekommen. Ich natürlich als Kölner hoffe, dass Bayern einholt, aber es wird schwer. Man muss dazu geben, dass Bayer Leverkusen einfach eine geile Saison spielt. Ja. Und am Ende muss man es denen dann auch gönnen. Würdest du sagen, das ist somit die schlimmste Saison, wenn Köln absteigt und Leverkusen Meister wird? Ob das dann die schlimmste ist überhaupt, weiß ich nicht. Nur eine kleine Spaßfrage. Weil wir sind denen ja noch ein bisschen voraus. Aber es tut natürlich weh, wenn der FC absteigen würde, weil das würde uns als Verein oder den FC generell, glaube ich, in ein großes Loch fallen, auch mit der Transfersperre, die man hat. Daher gucke ich auf den FC, wer Meister wird. Das ist eigentlich für mich uninteressant, sondern man hat einen Verein, den man sich ausgesucht hat, den supportet man.
und alles andere ist dann erstmal egal. Das sind heute die letzten Gäste am Abend, aber man sagt ja, das Beste kommt zum Schluss. Ne? Was glaubt ihr, wer wird Meister? Bei welchem meinst du jetzt gerade? Ich glaube schon, dass viele Fußballfans wünschen sich, dass Leverkusen diesmal mal was Neues macht. Ja. Ich würde mir auch für Leverkusen freuen. Ne? Sehr sympathisch. Das ist, ja, weil das sind auch, das sind auch die Vereine, die nicht immer jeder auf dem Zettel hat. So, das ist einfach toll. Und auch für die Fans vor Ort, was meinst du, was wieder eskaliert wird und die eine oder andere Kneipe auch wieder überlebt und wieder über die Runden kommt? Ich bin der gleichen Meinung. Also ich denke, Leverkusen macht es dieses Jahr. Ich glaube, dass Bayern verloren hat in Bochum, war so der ausschlaggebende Punkt. So Leute, wir sind jetzt durch mit der Umfrage. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Für mich war es auf jeden Fall super, die eine oder andere Person interviewen zu können. Falls euch dieses Video gefallen hat, lasst gerne einen Like und Kommentar da. Wir schauen uns jetzt noch hier die eine oder andere Siegesfeier an. Ja, an der Stelle, falls ihr noch irgendwelche Vorschläge habt für die nächsten Videos, schreibt es gerne in die Kommentare. Und an der Stelle, ich wünsche euch was. Ciao, ciao.